Und damit, meine Lieben, sage ich herzlich willkommen zurück zu Dungeons 3. Wir machen weiter in der Mission. Das letzte Mal hatten wir das Ende von Jaina Overproud gemacht, zusammen in Kooperation mit dem Airborne Let's Play. Dieses Mal machen wir aber eine Mission wieder alleine. Wir sollten das eigentlich auch ohne Schweife ganz gut hinbekommen. Und mal schauen. Spiel mir das Lied vom Katapult. Die Termiteninsel lag in Trümmern. Doch das marodierende Böse war noch nicht am Ende seiner Tour der Zerstörung durch die Länder. Der nächste Auftritt war im lauschigen Friedenshausen geplant. Die Armee des alles vernichtenden Bösen ging ganz in der Nähe an Land. Friedenshausen. Die Armee des allem Lebens skeptisch gegenüberstehenden Bösen hatte die Termiteninsel hinter sich gelassen und war ganz in der Nähe des lauschigen Städtchens Friedenshausen an Land gegangen. Das liegt gleich gegenüber von Entenhausen. Friedenshausen war ein ruhiger Ort, hauptsächlich bekannt dafür, der weltweit größte Waffenexporteur zu sein. Dies war kein Widerspruch, denn so friedlich und ruhig Friedenshausen auch war, irgendwo auf der Welt gab es immer jemanden, der Waffen brauchte. Und die ruhigen und friedlichen Friedenshausener waren mehr als bereit, andere mit Mordinstrumenten zu versorgen. Übrigens auch die Armeen des zahlungskräftigen Bösen, solange der Preis stimmte. Allerdings würde ihnen das alsbald zum Verhängnis werden, denn das alles plattmachende Böse hatte nicht vor, zuzulassen, dass seine Feinde weiterhin mit Waffen versorgt werden würden. Somit war der Untergang von Friedenshausen besiegelt. Da in diesem Friedenshausen steht aber eine riesige Armee, die sieht so überhaupt nicht friedlich aus. Die wird eher Probleme machen. Nun, dafür gab es um Friedenshausen herum mehrere Waffenmanufakturen, in denen sich große Belagerungswaffen befanden. Diese würden sicherlich nützlich sein, diese riesige Armee etwas zu verkleinern. Ausgezeichnete Idee. Also los! Nehmt diese Waffenschmieden ein und dann werden wir den Friedenshausenern mal ihre eigenen Produkte vor die Füße knallen. Oder noch besser, auf den Kopf. Oh nee, die Hühner sind viel zu klein, das ist viel zu klein, das ist viel zu klein. Oh nee, das ist beschissen. Beschissen, 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 beschissen. Oh nee. Ja, das heißt erstmal querfeld einen Bullen. Ein Bullen, 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 Bullen. Hoffen nicht irgendein Drachennest zu treffen. Treffen. Ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? So, müssen wir mal gucken. Ah, nein, 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 nicht breit, nicht breit, nicht breit. Dass wir erstmal hier rüber buddeln. Und erstmal so rüberbuddeln, dass wir einen kompletten Weg erstmal für die haben. Dass die von da erstmal so kommen, dass wir unsere Ruhe haben, dass die nicht gleich durchbrechen. Ich hoffe, dass wir jetzt auf der rechten Seite nichts aufreißen. Drachentechnisch oder spinnennestmäßig. Ja, nicht wundern, ich glaube, das ist das chinesische Neujahr und jetzt sind hier überall deswegen so Laternen und Drachen und so. Ich hoffe, wir graben hier einfach ernsthaft nichts auf, ey. Mein Puls geht gerade, aber richtig. Dann will ich die Chicken Wings hier größer machen. Das geht gar nicht, so von der Größe her. Können Sie das hier komplett zumachen? Eure Schnodderlinge haben einen neuen Raum ausgebuddelt. Boah, Gott sei Dank war es bloß so ein Raum, ey.
Mehr kann man nicht aufheben. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Nein! Oh, nö. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Müssen wir mal hier hinlegen. Dann müssen wir mal nach da buddeln. Und gucken, was sie da haben. Schauen wir mal. Dann machen wir hier den Schlafsaal. Ach, das sind ja bloß drei Stück. Oh, ho, 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 Gott sei Dank. Gott sei Dank. Schauen wir mal. Die Krypta können wir ab sofort dann bauen. Halleluja, das ist geil. Jetzt müssen wir erstmal Einheiten freischalten, Talia verbessern. Ich bin unbesiegbar! Also fast. Ja. Darüber müssen wir dann nochmal reden, Talia. So, machen wir nochmal ein Schnurrending. Machen wir das. Dann lassen wir die hier aufbuddeln. Ja, weil solange wie es bloß Spinnen sind, ist ja alles gut, ne? Dann müssen wir hier noch zubauen. Ja. Schauen wir mal. Machen wir das so. Die Hühner machen wir schon mal größer. Zahltag. Den Friedhof hätte ich gesagt, machen wir wieder hier daneben. Dann würde ich hier sagen, schon glatt, machen wir so einen Raum. So. Machen wir mal eine Lager. Orks und ein Imp. Zack. Genau. Gut, dann hätten wir das schon mal. Dann machen wir hier den Schlafplatz. Zack. Oh nee, da ist eine 15.000er Gold. Oh scheiße. Was ist jetzt am blödsten dann? Da wollte ich eigentlich das Arcanium machen. Ach Mann, nee, das ist doch schon wieder eine Scheiße. Die Krypta. Mit der Krypta könnt ihr den Toten ein Schnippchen schlagen. Zumindest was eure Wurde-Kreatur. Ah, okay. Mal gucken, wie wir das mit dem Gold am blödsten dann jetzt hier machen. Jetzt nach hier unten sind wir zum Beispiel auch noch nicht gegangen, ne? Wie gesagt, muss selber halt jetzt gerade erstmal gucken. Jetzt müssen wir warten, bis die Schnatterlinge wieder Geld einbringen. So, wenn ich jetzt nach oben gehe, jetzt gehen wir erstmal hier unten runter, hier unten, hier unten, hier unten. Da ist es der Eingang. Wenn wir hier rausgehen würden, hätten wir gleich die erste Insel. Das wäre nicht schlecht. Dann machen wir noch mal eine Nager und ein Ork. Schnappen uns die. Huch.
Die Friedenshausener waren beunruhigt. Als Waffenverkäufer waren sie es zwar gewohnt, mit den widerwärtigsten Kreaturen zu verhandeln, aber die Armee des verabscheuungswürdigen Bösen direkt vor ihrer Haustür war selbst ihnen unangenehm. Deshalb schickten sie einen Trupp los, der die Neuankömmlinge dezent des Platzes verweisen sollte. Offensichtlich rechneten sie nicht mit der heimtückischen Mördermaschine, die das hinterhältige Böse in seinem Dungeon bereits errichtet hatte. Welche Maschine? Davon wüsste ich ja was. Und davon weiß ich was. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Scheiße. Die kommen natürlich jetzt fort, ne? Heilerin ist weg. Go, 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 go. Das Böse ist unaufhaltbar. Scheiße, jetzt sind sie drinnen. Sie sind am Dungeon Herz. Sie sind am Dungeon Herz. Sind doch bei Tania. Wir sind am Dungeon Herz. Wir sind am Dungeon Herz. Dungeon Herz wird angegriffen. Oh, Gottes Willen. Ich sag nur noch, es wird angegriffen, wird angegriffen, wird angegriffen. Scheiße. So, jetzt machen wir den Raum. Oh, wir haben 3000. Oh, Money. Dann würde ich sagen, machen wir sofort hier den Kundschafterraum. Talia, sieht total schick aus, ne, mit deinem Lila. Hast du schon immer was Lilanes angehabt? So, müssen wir mal gucken. Hallo? Die Kiste steckt in der Wand. Oder es sieht nur so aus gerade. Mal kurz hier hinschmeißen. Das ist nur der Vortex. Ah ja, okay, passt auf. Jetzt machen wir das Arcanium erstmal. Dann müssen wir mal gucken. Tüftlerhöhle ist natürlich nicht schlecht, ne? Dann können wir gleich mal durchstarten. Jetzt müssen wir das mal kurz hier zuschaufeln lassen. Weil das passt mir jetzt gerade gar nicht in den Kram. So, schauen wir mal hier. Ist das, dann machen wir jetzt. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Kann ich das hier noch ein bisschen weiter nach hinten nehmen? Ein bisschen weiter nach hinten und schauen wir mal, was da rauskommt, wenn sie hier einmal querfeld hochbuddeln. Ja, das wird natürlich jedes Mal voll hier, ne? Und dann müssen wir gucken, dass wir das halt doch ein bisschen größer machen. Zeit zu sterben. Schmeißen die hier unten rein. Dip, 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 dip. Die haben jetzt querfeld hochgebuddelt. Gibt es anscheinend ein bisschen Gold, aber das war's. Dann lassen wir sie einmal so hochbuddeln. Da oben liegt 15.000. So eine Scheiße. Ich mache das deswegen jetzt schon drei breit. Wegen dem späteren Todesgang. Und, alles Böse kommt von oben. Die kommen jetzt hier rein. 26. So, wo ist die Naga? Da ist die Naga. Die Naga, die schmeißen wir mal kurz da rein.
Dann machen wir, lassen wir das hier zumachen. Und hier machen wir einen Gang, auch zwei breit. Bis hier oben hoch. So, der macht jetzt dazu. Hoffentlich. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jetzt kommen die von unten auch noch, ey. Na, kommt. Geht einfach bloß gerade durch aus weiter. Oh oh. Nein, 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 nein. Die Armee von Friedenshausen war geradezu ungehörig groß. Deshalb beschloss der zuständige Anführer, eine kleine Strafexpedition in den Dungeon des überforderten Bösen zu schicken. Natürlich würde diese dort chancenlos untergehen. Außerdem sandten diese Feiglinge von Friedenshausen auch eine gut gerüstete Patrouille aus, die von nun an die Oberwelt unsicher machen würde. Also unsicher natürlich nur für böse Kreaturen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Werft mich auf den Feind! Ich auf den Feind. Okay, Talia, ich werf dich auf den Feind. So, mach mal schon mal den Schmannerschrein. Schauen wir dann gleich mal, wo der Imp rum. Da ist der Imp, das passt. Würde ich sagen, machen wir hier die Bierbrauerei wieder. Zack. Die sind tot. Hier ist noch eine Lücke. Ich weiß nicht, was hier oben ist. Ich weiß auch nicht, was hier jetzt ist. Und es sieht echt verdächtig aus. Aber übertreiben wollte ich es jetzt eigentlich gerade nicht unbedingt. Zahltag. War ja gerade irgendwie klar. Das Mana hier abbauen lassen. Nur goldtechnisch. Dann machen wir, wie gesagt, die hier die Brauerei hin. Kann er das auch schon bauen? Ja, tatsächlich, ja. So, die Krypta. Die Krypta ist ein Wiederbelebungsort für unsere Monster, also für unsere Kreaturen. Deswegen baue ich die mal nicht so weit weg.
Dann hätten wir das jetzt soweit. Dann müssen wir das Lektorium noch machen. Das waren, glaube ich, 3 hoch und dann ungefähr so. Dann lassen wir das hier noch abbauen. Das Gold. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Okay. Eigentlich hätte ich den Friedhof ja liebend gerne hier, aber ich weiß nicht, was hier so ist. Da kommen sie schon. Das beschauliche Böse werkelte gemütlich einfach so vor sich hin. Offenbar hatte es vergessen, dass in Friedenshausen eine gewaltige Armee stand, die jederzeit den Dungeon in ein Häufchen Asche verwandeln konnte. Um dies zu verhindern, war es sinnvoll, die Waffenmanufakturen einzunehmen und die sich dort befindlichen Belagerungswaffen zu benutzen. Ja, aktuell sind wir gerade immer noch am Dungeonbau, aber egal. Du weißt wohl nicht, dass man sich erst aufrüstet und dann hochgeht? Jetzt brauchen wir einen Goblin. Den schmeiß ich mir dann schon mal hier hin. Geil. Geile Scheiße. Wie könnte das eigentlich schon mal als Ansatz dann sehen? Weil wir brauchen ja auch noch einen Dingsraum. Ich stehe heute voll auf dem Schlauch. Ein Tüftlerraum. Verdammte Axt. So, Lektorium. Lektorium haben wir noch nicht gelernt. Lektorium lernen wir jetzt gleich. Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Dungeons 3 und dann geht es an der Stelle weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin sage ich ciao, ciao und bis denne.